ausgefallen. Keine Verbindung zur Flotte. Keine Verbindung zu anderen Verbänden auf der Oberfläche, außer denen in unserer unmittelbaren Nähe. Keine Dateneinspeisung, keine Beurteilung der Art oder des Ausmaßes der Situation. Praktika? Fragt Phrastorex. Sind offenkundig, erwidert Ekritos. Sind sie das? Denkt Phrastorex. Wir beziehen Aufstellung mit allem, was wir haben. Eure Kompanie und meine. Die Garde, das Mechanikum, die 17. Alles, was sich auf dieser Seite des Flusses befindet und noch einsatzfähig ist. Wir beziehen Aufstellung und ziehen uns in die Provinz Charut zurück. Die Hölle bricht aus dem Himmel und hebt diese Welt aus ihren Angeln, Phrastorex. Sitzen wir hier mit aufgerissenen Augen herum, könnten wir in ein Trümmerbombardement geraten oder Schlimmeres. Wir sollten alles von diesem Musterungsplatz bergen, was wir können, und uns nach Osten zurückziehen, aus der Gefahrenzone heraus, damit wir intakt und gefechtsbereit bleiben. Was, wenn es ein Angriff ist? Fragt Phrastorex. Dann werden wir gefechtsbereit sein! Provinz Charut zurück, bellt Ekritos. Phrastorex nickt. Sein Instinkt weist ihn an, sich in die Gefahr zu stürzen. Keine Furcht zu kennen und in die Hölle vorzustoßen. Doch er weiß, dass der jüngere Captain recht hat. Es ist ihre Pflicht, ihre Ausrüstung zu schützen und sich neu zu gruppieren. Nichts weniger erwartet der Primarch von ihnen. Zusammen kommandieren er und Ekritos und die Captains der Wordbearers im Tal eine bewaffnete Streitmacht, die eine Welt in die Knie zwingen könnte. Es ist ihre Pflicht, sie aus der Gefahrenzone zu schaffen und in eine gesicherte Stellung zu führen, damit sie bereit steht und in der Lage ist, zu tun, wofür auch immer Gilliman sie braucht. Beginnt damit, die Verbände aus dem Wald zu führen, sagt Ekritos. Ich werde mich mit den Wordbearers in Verbindung setzen und die Garde und das... Nein! Sagt Phrastorex entschieden. Ihr führt den Marsch, sammelt die Männer hinter euch. Das meine ich wörtlich. Zeigt ihnen den Weg. Ich werde die 17. instruieren und auch das Mechanikum. Also los! Ekritos reckt eine gepanzerte Faust in die Höhe.
Thank you.
euch gibt's Fetzen! Eins, zwei, vorbei! Thank you.